Was geht ab, was geht on? Servus, herzlich willkommen Leute zum neuen Raid Shadow Legends Video. Heute machen wir ein paar Secrets auf. Es ist zwar ein Zehnfach-Event, ich öffne eigentlich nicht so beim Zehnfach-Event, aber wir brauchen ein paar Fragmente für Vlad, für die neue Fragmentfusion. Den will ich eigentlich schon mitnehmen und deswegen machen wir ein paar Secrets auf. Und vielleicht ist ja was Geiles dabei. Drückt die Daumen, habt ihr aufgemacht, Leute, beim Zehnfach-Event. Falls ja, habt ihr was Geiles gezogen oder nicht? Lasst mich natürlich wissen in den Kommentaren. Und ja, wir drücken die Daumen, gönnen ein bisschen was, Raid, komm. Epic. Ah, Anax ist schon mal nix. Oh, nice. Muss ich erstmal kurz. Oh, bin sofort da. Platz machen. So, und der zweite. Let's go. Ah, kein goldener. Venomage. Ah, auch ganz okay, aber ne, könnte geiler sein. Naja, weiter geht's. So, come on. Oh, ich muss schon wieder Platz machen. So, jetzt hat's, weiter geht's. Können wir noch ein paar Secrets aufmachen, let's go. Immer noch kein Goldener und immer noch nichts Besonderes. Grimmskin ist auch nicht so geil. Und, oh, es gönnt nicht. Magna, geiler Champion, habe ich aber schon. Zweimal, weiß ich nicht, ob ich den zweimal brauche. Hm, mal schauen. So, letzter jetzt, den ich aufmachen werde heute. Komm, gönn jetzt beim letzten. Komm, lass, Shard, Magic. Ach, kein Gold. Football, the Bard, den habe ich zwar noch nicht. Der ist auch gar nicht ganz so scheiße hier mit seinem DQ Stevens auf allen Enemies. Vier Runden leider. Ja. Man muss sagen, es war leider nichts Besonderes dabei. Aber wir können dann jetzt die Fragmente einsammeln, die ich. Ah ne, das war hier bei Simone Rush, ne? Die Fragmente. Ich habe jetzt nur aufgemacht für die Fragmente. Man hätte ja natürlich auch ein bisschen Glück haben können. Aber das sollte nicht sein. Ich habe die Fragmente am Start, was wichtig ist. Dann können wir bald auf Vlad gehen, den nehme ich auf jeden Fall mit. Er ist jetzt ein ganz guter Champion, er ist nicht scheiße, so manche sagen, der ist nicht so gut, aber er ist natürlich ist ein Void-Legendärer, hätte geiler sein können für einen Void-Legendären, aber er ist trotzdem ein guter Champion und ich hoffe, ihr nehmt ihn auch mit, Leute. Danke fürs Schauen vom Video, lasst gerne ein Like und ein Follow da und wir sehen uns beim nächsten Raid Shadow Legends Video. In dem Sinne, Peace!